Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Trading-Video. In diesem Trading-Video, da geht es um das Thema, ich zeige dir gezielte Manipulationen und das im Ticker NRSN. Dieser Ticker ist mir aus dem Pre-Market-Screening ins Auge gefallen. Wenn du mehr zu meinem Trading-Prozess erfahren möchtest, dann schau nach diesem Video unten in der Videobeschreibung nach. Dort habe ich dir mein Video Mein Trading-Prozess verlinkt. Die institutionellen Anleger sind in der Lage, so etwas zu tun, gezielte Manipulationen, weil sie gelernt haben, wie man Shorts oder Longs unter einem sehr methodischen Gesichtspunkt in einen Short Squeeze führt oder Long Trader in ein Fake Breakout, also beide Seiten in die Falle tappen zu lassen, in die Falle laufen zu lassen. Und das zeige ich dir jetzt anhand eines Trading Videos, die Price Action eines Fake Breakouts. Das ist der Live Trade hier und ich spiele das Ganze ab. Wir konzentrieren uns hier auf die linke Seite. Das ist der Ticker NRSN und einmal hier. Ich habe zwei Ticker beobachtet, aber letzten Endes nur in diesem Ticker einen Trade umgesetzt. Wir sehen hier gleich das Fake Breakout, das High of Day Breakout und dann der Dump. Hier bin ich leider verspätet reingekommen. Ich habe Slippage kaschiert, zudem auch noch Slippage. Deshalb ist es sehr wichtig, nie in Schwäche zu shorten, sondern wirklich abzuwarten. Und dann, wenn man eben per Limit nicht reingekommen ist oder zu spät rein ist, dann wirklich im Pullback abzuwarten und nicht in Schwäche zu shorten. Denn dann bekommt man schlechte Einstiege, kassiert Slippage, weil es alles sehr schnell läuft. Und das macht nur die Performance kaputt. Wir sehen hier, ich habe mir Pre-Market diese Zone hier eingezeichnet. Das war ein sehr wichtiges Level. Ist nicht ganz rangelaufen, aber wir können gleich an der Price Action sehen, dass innerhalb dieses Bereichs kein Durchbruch stattfand. Es geht wirklich sehr schnell, Fake Breakout und dann der Dump, hohes Volumen. Und dann habe ich letzten Endes hier jetzt gleich meine Position glattgestellt und der Trade war beendet. Das war also Trade Nummer 1, das können wir jetzt hier sehen. Fake Breakout und daraufhin dann der Dump. Und dann können wir gegen 17 Uhr selbes Spiel wiedererkennen. Der Markt handelt innerhalb dieses Bereichs rein. Fake Breakout und daraufhin der Dump. Wir sehen hier auch wieder sehr hohes Volumen. Selbes Spiel wie hier. Fake Breakout, Dump, Fake Breakout und dann der Dump und dann der heftige Ausverkauf. Und wie gesagt, die institutionellen Anleger sind in der Lage, so etwas zu tun, weil sie gelernt haben, wie man Shorts und Longs unter einem sehr methodischen Gesichtspunkt in die Falle laufen lässt. Und dieses Muster können wir dann immer wieder erkennen, einmal hier und hier. Das nennen wir hier Kontraktion von Volumen. Hier werden Shorts in die Falle gelockt, bis hier dann der Squeeze stattfindet und dann der Dump. Und hier dann die Longs. Selbes Beispiel am nächsten Tag. Wir sehen hier auch wieder ein Upgap. Und was passiert? Fake Breakout und daraufhin der Dump. Dann Kontraktion von Volumen. Hier wird aufgebaut. Dann kommt die Volumenexplosion, auch wieder der Squeeze, da wurde ich auf dem falschen Fuß erwischt, das sieht man hier, aber hier bin ich schwach, also
Hier habe ich kleine Positionen aufgebaut und wir sehen auch hier wieder dann High of Day Breakout und direkt der Dump. Und daraufhin dann der Fade über den ganzen Handelstag. Und wenn wir solche Muster erkennen, dann können wir hier zum Beispiel im Pullback eine Position aufbauen und dann diesen Dump hier mitnehmen. Schauen wir uns zu guter Letzt diese Folie an und wir sehen hier an allen drei Tagen mit hohem Volumen, einmal hier, hier und hier, sehen wir dasselbe Spiel. Der Squeeze und daraufhin der Dump. Dann zum Open wieder der Squeeze und daraufhin der Dump. Und hier an Tag 3 selbe Spiel. Im Laufe des Tages wieder der Squeeze und daraufhin der Dump. Wir sehen an allen drei Tagen, wo hohes Volumen gehandelt wurde, dasselbe Muster. Es wurde im Laufe des Tages hier die Shorts in die Falle laufen lassen. Kleines Volumen und dann daraufhin Volume Blow Up, hohes Volumen Dump. Volume Blow Up, Fake Breakout Dump. Und dasselbe Spiel auch hier. Volume Blow Up, daraufhin dann der Dump. Und diese Muster können wir in diesen Aktien ständig erkennen. Man muss nur wissen, worauf man achten muss und den fundamentalen Hintergrund, was die Intention der großen Marktteilnehmer ist, dass genau solche Bewegungen ausgelöst werden. Das war jetzt auch alles zu diesem Video. Wenn du mehr Interesse hast, dann schau in die Videobeschreibung oder schau auf meiner Website vorbei. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.